Die alljährlich stattfindende Gedenkfeier am 30. August bei der Blöckenkapelle stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Feierlichkeiten 100 Jahre Karnische Front. Nach der Kranzniederlegung in der Kirche zum alten Gott in Timau fand der weitere Festakt bei der Blöckenkapelle statt. Willkommen zur heurigen Blöckenfeier bei strahlendem Wetter. Ich bin Hauptmann Ulf Remp und darf Sie durch den heutigen Festakt führen. Zu Beginn erfolgte Meldung durch den Herrn Vizeleutnant Gerfried Bürger an den Landesobmann des Kevenhüller Siebener Bundes, Herrn Oberstleutnant Werner Hart Strehmeier. Im Anschluss die italienische und die österreichische Bundeshymne. Das Ganze zur Meldung. Rechts, schaut! Herr Landesobmann, Bezirksobmann, Vizeleutnant Gerfried Bürger meldet Traditionsverbände aus Italien, aus Österreich, aus Kärnten sowie Ehrengäste seitens Polizei von Bezirkshauptmannschaft, Gemeinde zum Festakt am Blöcken angetreten. Dankeschön. Mit der Feier beginnen. Mit der Feier beginnen. Akt, Akt! Ganze gut! Vor 100 Jahren ist es also passiert. Der große Krieg, wie man ihn nannte, erreichte hier in den Karnischen Alpen zum ersten Mal die Grenze unserer unmittelbaren österreichischen und Kärntner Heimat. Kaum zu beschreiben war der Mut, der Einsatz, die Opferbereitschaft der Soldaten, natürlich auf beiden Seiten der Grenze. Man kann es nur erahnen, wie schlimm es damals war, wenn man die Stellungen oben am kleinen Ball oder am Cellon besichtigt. Aber das Schlimmste von allen waren die Opferzahlen. Ich will hier gar keine Zahlen nennen, aber auf jeden Fall waren es viel zu viele Soldaten, die hier ihr Leben geopfert haben.
Ja, natürlich auch die Natur, der Winter, aber vor allem die Kugeln haben hüben und drüben auf dramatische Weise ihre Opfer gefordert. Und diese Soldaten waren Helden, auch wenn manchen Zeitgenossen heute dieses Wort nicht gefällt. Und genau diesen Helden, dieser Helden wollen wir heuer gedenken, exakt 100 Jahre danach. Wir verneigen uns vor jedem Einzelnen, von einem heute ganz besonders, einem Österreicher, dessen Überreste man unlängst bei Grabungen oben am kleinen Ball gefunden hat. Und gerade diese Überreste werden im Anschluss hier in unserer Siebener Gedenkkapelle feierlich beigesetzt. Und das bringt mich schon zum zweiten für uns sehr wichtigen Punkt heute. Diese Gedenkkapelle wurde im Jahr 1929 errichtet bzw. eingeweiht. Sie ist nicht nur eine Gedenkkapelle, sondern auch eine Begräbnisstätte für gefallene Kameraden des Ersten Weltkrieges. Über die Jahre hat der Zahn der Zeit unsere Kapelle, die unsere Landsleute nach dem verlorenen Krieg mit viel Fleiß errichtet hatten, einige größere Schäden zugefügt, die dringend behoben werden müssen. Fachleute haben die Schäden überprüft und die Kostenvoranschläge wurden erstellt. Wir als Verein sind völlig außerstande, die anfallenden Kosten alleine zu tragen. Wir dürfen Sie daher alle ganz herzlich bitten, uns bei dieser Finanzierung zu helfen. Spezielle Bausteine werden aufgelegt. Einen herzlichen Dank im Voraus im Namen der Käfenhüller und im Namen jener, derer wir hier gedenken. Und bitte erlauben Sie mir noch einen zusätzlichen Gedanken. Seit Beginn meiner Obmannschaft habe ich diese Veranstaltung auch immer als einen aktiven Beitrag zur Vertiefung des Friedens in unserer Dreiländerregion betrachtet. Ich danke daher besonders den Abordnungen aus Italien, aus Slowenien und auch aus Ungarn, die gekommen sind, um mit uns Österreichern diese Friedensveranstaltung zu begehen. Der Frieden, das friedliche Zusammenleben in unserer Region, muss uns wichtig sein. Friede verlangt aber auch Entschlossenheit von der Politik und kostet Geld. Mit schönen Worten allein kann man keinen Frieden sichern. Sehr geehrte Damen und Herren, schauen Sie sich unseren Globus, unser Europa und unsere Heimat Österreich aktuell an. Ich mache mir ehrlich gesagt große Sorgen. Und hier an dieser historischen Stelle möchte ich es ganz deutlich formulieren. Unser Bundesheer darf nicht ausgehungert, sondern muss gestärkt werden. Nur dann kann es aktiv, gut gerüstet und gut ausgebildet zur professionellen Friedenssicherung eingesetzt werden. Oder will hier jemand nur ein technisches Hilfswerk? Ich nicht. Und bitte, der Frieden in unserer Heimat, in dieser sehr guten Nachbarschaft, muss uns was wert sein. Denken wir an unsere Kinder und Kindeskinder. Dankeschön. Nach der Begrüßung durch Oberstleutnant Hart Strehmeier wurde ein ökumenischer Gottesdienst zelebriert. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, der Eröffnungsvers, der aus dem Psalm 86 gegeben ist, gibt eine Richtung für den heutigen Gottesdienst vor. Er lautet: Sei mir gnädig, o Herr, den ganzen Tag rufe ich zu dir. Herr, du bist gütig und bereit zu verzeihen. Für alle, die zu dir rufen, reich an Gnade. Auch wir sind aufgerufen, zu verzeihen, Gräben zu schließen, Brücken zu bauen. So wollen wir uns am Beginn dieses Gottesdienstes besinnen und Gottes Erbarmen auf uns herabrufen. Du erschaffst uns, Herr, ein reines Herz. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du gibst uns einen neuen, beständigen Geist. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, du wäschst ab unsere Schuld, von unseren Sünden machst du uns rein. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Ehre sei Gott in der Höhe.
geschätzte Anwesende, liebe überzeugte Suche, fragende Christen. Am Anfang haben wir gehört, dass der Wettergott uns hold ist. Gott ist der Schöpfer und er schafft das Wetter, das Gute und das Schlechte. Und wir denken heute an dir, die auch hier das gute und das schlechte Wetter erlebt haben, die in der Hitze der Sonne oben in den verschiedenen Stellungen gesessen sind und das schlechte Wetter, die vielen Meter Schnee, in denen sie versucht haben zu überleben. Ja, wir müssen es heute beklagen, hier in dieser Region, wenn wir an dieser Gedenkstätte des Krieges zusammenkommen und nachdenklich werden. Es ist unbequem. Es ist unbequem, an den Krieg, an den Schrecken, an die Tränen, an die Verzweiflung, an die Not, den Tod zu denken. Wir sehen die Schrecken des Krieges ja täglich, die mit ihren Folgen herüberreichen bis in unsere Lebenswelt, aber auch am Ort des Gestehens hier, wenn wir uns hier versammeln und auf eine Holzkiste blicken, in der die Gebeine eines toten Soldaten liegen. The Great War, so wurde er genannt, immer wieder bis zum heutigen Tag sind die Folgen spürbar, auch wenn wir heute Knochen in das Ossarium bringen. Ja, wir beklagen heute in dieser Region etwas Schreckliches. So war es damals, und wenn wir genau hinblicken, so ist es in vielen Regionen der Welt heute. Und eines hat sich nicht geändert, und das steht im Evangelium und passt sehr gut zu unserem heutigen Gedenken. Da heißt es nämlich, das Böse kommt nicht von außen, sondern das Böse, das den Menschen trifft und verfolgt und quält und Menschen zerstört, kommt aus dem Inneren. Das sagt Jesus. Das Unheil kommt aus dem Inneren, aus dem Herzen des Menschen. Dort kommen die bösen Gedanken her. Dort kommt, und er zählt es alles auf, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut, Unmut, Unvernunft. Alles das kommt aus dem Inneren des Menschen. All dieses Böse kommt von innen heraus. Es kommt zwar von außen auf uns zu, aber es kommt immer darauf an, was wir daraus machen. Weil wir sind beauftragt, in dieser Welt das, was wir erleben, zu planen, zu hoffen und zu leben. Es kommt zwar von außen auf uns herein, aber was wir daraus machen, ist unsere Sache. Ob es Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verfolgung, Verleumdung, Hochmut, Unvernunft ist, was herauskommt, das ist unsere Sache. Ob wir dem Tod ein Wort geben und eine Möglichkeit geben, dem Tod in unseren Reihen, mitten unter uns oder dem Leben, der Menschlichkeit, der Liebe, der Behutsamkeit, das ist unsere Sache. Mit dem Tod müssen wir leben, und das merken wir heute, wenn wir über den Tod nachdenken, aber wie wir vor dem Tod damit umgehen, das ist unsere Sache. In den Jahren des vorigen Jahrhunderts, in den ersten auch, hat der Begründer der Psychoanalyse fast prophetisch einmal gesagt, dass der Krieg, er hat es prophezeit, dass der Krieg und die damit hervorgerufene Verbitterung Generationen betreffen und beschäftigen wird, bis zum heutigen Tag. Und wir müssen es bekennen,
das heutige Desaster wurzelt schon damals in diesem großen Krieg. Es wurzelt die damalige Machtkonstellation von Europa, sind die Wurzeln auch der heutigen Auseinandersetzung. Aber zurück zu diesem Ort. In der Gegend am Tschelon, an der karnischen Front, haben sie gekämpft, die Soldaten gegen den deklarierten Feind, gegen den Wind, gegen das Wetter, gegen Sonne, Hitze und gegen den Schnee und sind gestorben, obwohl sie diesen Krieg alle überleben wollten. Ihre Erfahrungen sollen uns Botschafter für den Frieden und die Versöhnung sein. Auch wenn die Mahner nicht im Trend liegen, auch wenn sie manchmal verlacht oder in ein bestimmtes Eck gestellt werden, unsere Stimme darf nicht verstummen, damit uns und unseren Kindern und Kindeskindern eine Zukunft in Frieden, Freiheit und Verständigung, Völkerverständigung möglich ist. Es liegt an uns, wie wir unser Hier und Jetzt gestalten und ob wir dem Tod in unseren Reihen wehren. Als Christen, und das ist ein Wort der Ermutigung zum Schluss, als Christen müssen wir keine Angst haben vor der Fratze des Todes. Gewiss, es trifft uns alle einmal, wenn die Zeit kommt. Aber eines ist sicher, Gottes Geist begleitet uns auf unseren Wegen und unser Glaube hilft uns, Wege zu finden, die das Leben, die Liebe und den Frieden fördern. Die Toten mögen ruhen in Frieden und mögen wir den Frieden bringen in unsere Reihen. Amen. Ich darf Sie ebenfalls recht herzlich an diesem besonderen Tag hier in der Blöcken begrüßen. Es ist stets ein besonderer Moment, wenn wir hier auf diesem historischen Boden gemeinsam mit unseren italienischen Freunden zusammenkommen, um gemeinsam all jenen Menschen zu gedenken, die im Einsatz für die Heimat mit ihrem Leben bezahlt haben. Vor nunmehr 100 Jahren, am 23. Mai 1915, hat Italien der österreich-ungarischen Monarchie den Krieg erklärt und somit wurde auch unsere unmittelbare Heimat, wurden die Karnischen Alpen zu einer der härtest umkämpftesten Fronten dieser Zeit. Eine Zeit, die unsagbares Leid für die Menschen gebracht hat und Millionen von Toten gefordert hat. Und solche historische Tage, wie wir dieses Jahr erleben, sind natürlich auch die Verantwortung für Gemeinden und die Menschen in den angrenzenden Regionen, Gedenkveranstaltungen abzuhalten, so wie wir es in unserer Marktgemeinde dieses Jahr getan haben und auch noch tun werden. Dabei steht natürlich im Vordergrund das Gedenken, aber auch das sich Gedanken machen, zu erinnern an die historischen Ereignisse, die hier in diesem Gebiet stattgefunden haben, aber vor allem auch an die Schicksale der Soldaten, wie jenes unbekannten Soldaten, dessen Überreste heute hier beigesetzt werden. Ein solcher Jahrestag ist aber auch ein Tag der Standortbestimmung und ein Tag des Nachdenkens über unsere Zukunft. Gerade all jene Generationen, die so wie ich das Privileg hatten, keinen Krieg erleben zu müssen, sind aufgefordert, in das Geschichtsbewusstsein hineinzuwachsen, die Opfer der Geschichte nicht zu vergessen, von den Toten der Kriege nicht wegzuschauen, ihnen heute und morgen die gebührende Ehre zu erweisen. Denn die bleibende Erinnerung an die Gefallenen und Toten gehört einfach zur menschlichen Kultur als Zeichen der Humanität. Wir gedenken aber auch heute an all jene kriegerischen Auseinandersetzungen, die im letzten Jahrhundert unsere Heimatländer getroffen haben und sehr viel Trauer, Schmerz und tiefe Wunden in die Herzen der Menschen geschlagen haben. Es war eine andere Zeit, es war eine Zeit, in der Willkür
Unrecht, Gewalt und Krieg herrschten. Es gibt nur mehr wenige, die eine persönliche Erinnerung an diese Zeit haben, aber bei diesen Menschen hat sich diese Zeit tief in deren Gedächtnis eingeprägt. So wurde das nie wieder zum Grundsatz des politischen Handelns in unserer Heimat, aber auch zumindest im westlichen Teil unseres Kontinents. Und so erleben wir jüngeren Menschen ein Leben in Friede und Freiheit, ein Leben in Demokratie, oftmals als Naturzustand. Dass dem nicht so ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird uns aber täglich mit schrecklichen Bildern von kriegerischen Auseinandersetzungen in vielen Teilen dieser Welt bewiesen. Wir sehen einen aufbrechenden Hass von Nationen und Völkern im Nahen Osten und in Afrika. Viele, vor allem junge Menschen, kämpfen um ihre Menschenrechte, kämpfen um Freiheit und Demokratie mit wenig Perspektive für die Zukunft, wenn man die Instabilität in diesen Ländern sieht. Daraus hat sich eine der größten Flüchtlingskatastrophen entwickelt, die insbesondere für Europa derzeit scheinbar kaum lösbare humanitäre und vor allem politische Herausforderungen mit sich bringt. Dazu kommen natürlich auch noch, dass sich Europa nach einer jahrzehntelangen positiven Entwicklung neu zeigt. Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit sind auch bei uns wieder Realität und gepaart mit den finanziellen und wirtschaftlichen Problemen von Europa, bedingt durch Fehlentscheidungen, durch Fehlspekulationen und politische Falschentscheidungen und den daraus resultierenden Konsequenzen sind auch bei uns der soziale Friede und Ausgleich gefährdet. Nicht zu vergessen das Phänomen des Terrorismus, das in verschiedensten Formen immer wieder zuschlägt und sehr viel Unheil und Leid über viele Menschen bringt. Dies, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigt uns einmal mehr, dass Friede, Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit sind. Deshalb sind Gedenkfeiern wie die heutige von umso größerer Bedeutung. Denn hier ist es so, dass Erinnerung keine Schwäche bedeutet, sondern Erinnerung ist die Stärke, die letztendlich die Grundlage für ein verantwortungsvolles Handeln darstellt. Und so wollen wir die heutige Feier wieder zum Anlass nehmen, um gemeinsam mit unseren italienischen Freunden kritisch und ehrlich unsere Vergangenheit zu betrachten, kritisch und ehrlich aber auch die Gegenwart zu analysieren, denn nur mit dieser Ehrlichkeit werden wir auch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können. Abschließend möchte ich mich noch recht herzlich bei allen Mitwirkenden bedanken, insbesondere natürlich beim Käfenmüller-Siemer-Bund, stellvertretend hier Oberstleutnant Hart Strehmeier und Herrn Vizeleutnant Bürger für die Organisation dieser Gedenkveranstaltung, aber auch für das Bemühen, die Hellengedenkkapelle eine Restaurierung zuzuführen. Und ich bin überzeugt, dass wir mit vereinten Kräften dieses Projekt auch umsetzen werden. Ihnen allen wünsche ich noch einen schönen Tag in unserer Marktgemeinde und uns allen ein Glück auf für die Zukunft. In Vertretung des Bürgermeisters von Paluzza richtete Gemeindevorstand Pier Mario Flora ein paar Grußworte an die Teilnehmer der Gedenkfeier. Queste montagne sono testimoni di sofferenze e sacrifici di tanti soldati di diverse nazionalità, ma anche di atti di solidarietà e di eroismo. Ogni italiano, come penso ogni austriaco, ha un legame con la Prima Guerra Mondiale. Nella sua storia, sua cultura, ma soprattutto nei ricordi familiari di un padre o di un nonno. È giusto ricordare i caduti, tutti i caduti della Grande Guerra. La lezione che ci hanno lasciato è il grande valore della pace, da difendere e da trasmettere sempre, per un futuro migliore, senza più guerre. Viva l'amicizia, viva la pace. Grazie. Die Festansprache wurde vom stellvertretenden Kommandanten der 7. Jägerbrigade, Oberst Ulfried Kohm, gehalten. Meine Damen und Herren, wie wir bereits hörten, herrschte hier vor 100 Jahren Krieg. Nach der Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn entstand eine neue Front, die Südwestfront. Mit einer Gesamtlänge von 600 Kilometern vom Stilfser Joch
bis zum Golf von Triest. Da die regulären Verbände der K&K-Armee im Osten bzw. im Südosten des Reiches eingesetzt waren, verteidigten die Front zunächst Freiwilligenverbände, wie die Kärntner Freiwilligenschützen, deren Traditionsträger der Stabsbataillon 7 in Klagenfurt ist. Und in weiterer Folge wurden reguläre Gruppen eingesetzt, wie das Infanterieregiment Nummer 7, Graf Käfenhüller, dessen Traditionsträger der Segerbataillon 25 ist und zu dessen Ehren diese Kapelle errichtet wurde. Meine Damen und Herren, ich will nicht weiter bei einer historischen Betrachtung stehen bleiben, sondern folgende Fragen in den Mittelpunkt stellen. Warum gedenken wir eines Ereignisses, das vor 100 Jahren stattfand? Warum sind hier Bürger aus Italien, Slowenien, Ungarn und Österreich, Soldaten und Zivilisten versammelt, um gemeinsam zu gedenken? Gibt es nicht Aktuelleres zu bedenken? Etwa die Zukunft Europas angesichts der Flüchtlingsfrage, des globalen Wettbewerbes, der Klimafrage, neuer Bedrohungen und. Ja, meine Damen und Herren, es gibt gute Gründe, hier und heute zu gedenken. Der eine Grund ist im Rahmen militärischer Traditionspflege zu sehen und vor allem für uns Soldaten wichtig, aber auch von gesellschaftlicher Relevanz. Militärische Tradition ist vielschichtig und manifestiert sich in Symbole, Zeremonien und historischer Betrachtung. Im Mittelpunkt jedoch stehen zeitlose Werthaltungen, insbesondere militärische Tugenden. Soldaten leben in einer Gemeinschaft, die auf gegenseitige Hilfe aufgebaut ist, unter Belastungen und Entbehrungen und möglicherweise auch unter Gefahr für Leib und Leben. Dies begründet Werte, die dem Militär Tradition sein müssen, wie zum Beispiel Tapferkeit, heute als Zivilcourage bezeichnet, Mut im Sinne Vertrauens in die eigene Kraft, Disziplin im Sinne einer überlegten Selbstbeherrschung, Kameradschaft im Sinne solidarischen Handelns und Verantwortung gegenüber sich selbst und anderen. Meine Damen und Herren, das sind beispielhaft aufgezählte Werthaltungen, die auch heute noch voll gültig sind, nicht nur im Heer, sondern auch in der Zivilgesellschaft, besonders angesichts auf uns zukommender Herausforderungen. Die Soldaten des Infanterieregimentes Nummer 7 verteidigten ihre Heimat nicht nur, weil es befohlen wurde, sondern auch auf der Basis dieser genannten Werthaltungen. Der Sinn zeitgemäßer militärischer Traditionspflege liegt im Überliefern von Haltung, nicht nur formaler äußerer Haltung, sondern vor allem innerer Haltung im Sinne einer Werthaltung. Das Besinnen auf diese Werthaltung ist Grund genug für eine Gedenkfeier. Aber es gibt einen zweiten Grund, sich hier zu versammeln. Der zweite Grund liegt im Wesen einer Gedenkkultur in sich begründet. Gedenken und Erinnerung hat Konjunktur in unseren Zeiten. An jedem Zeitungskiosk werden Publikationen feilgeboten, die sich einzelnen historischen Epochen widmen, und eine nicht abreißende Serie von Dokumentarfilmen lüftet scheinbar die letzten Geheimnisse der Vergangenheit. Hinzu kommen die runden Jahrestage, die gewürdigt werden wollen und Anlass zum Rückblick geben. Auch die heutige Veranstaltung hat mit dem Blick auf die Vergangenheit zu tun. Aber im Gegensatz zur wissenschaftlichen oder journalistischen Sichtweise ist heute das Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkrieges im Allgemeinen und des Infanterieregimentes Nummer 7 im Besonderen im Fokus. Gedenken ist eine zutiefst emotionale Angelegenheit. Mitgefühl ist gefragt. Mitgefühl entsteht, wenn wir uns das Leid der Menschen vor Augen halten, die während der Kampfhandlungen um ihr Leben fürchteten, die getötet wurden, verkrüppelt wurden oder in Kriegsgefangenschaft dahintarben mussten. Mitgefühl erfüllt uns auch, wenn wir an die Hinterbliebenen denken, an deren jahrelange quälende Ungewissheit über das Schicksal der Menschen, die sie liebten,
und mit deren Verlust sie sich irgendwann abfinden mussten. Mitgefühl ist eine menschliche Errungenschaft. Sie setzt das Vermögen voraus, die Gefühle der anderen, ihre Trauer und ihren Schmerz anzuerkennen und sich in sie hineinzudenken. Sie macht nicht Halt vor nationalen Grenzen und macht nicht Halt vor den Zeiten. Mitgefühl geht über die zeitlichen Grenzen hinweg und prägt sich durch gemeinsame Werte, Rechte und Pflichten, Sehnsüchte und Ängste. Ganz gleich, ob Sie in Österreich, Italien oder sonst wo leben, ob Sie unsere Zeitgenossen oder Angehörige einer vergangenen Epoche sind, Ihnen allen gilt Mitgefühl. Die Bereitschaft, sich in die Gefühle der anderen hineinzuversetzen, erzeugt Respekt, Toleranz und Solidarität. Sie schützt vor Hass und Vorurteilen und weckt das Bedürfnis, aufeinander zuzugehen. Mit dem Blick auf die kriegerischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts bedeutet dies, dafür zu sorgen, dass sich dergleichen Unrecht und Leid in Europa nicht wieder ereignen und jene, die vorhin angesprochene Solidarität erfahren, die heute von Krieg und Verfolgung betroffen sind. Es ist durchaus angebracht, diese Botschaft als Appell an die innere Haltung zu konzentrieren. Wer gedenkt, kann mitfühlen. Wer mitfühlen kann, ist ein friedfertiger Mensch. Der Erste Weltkrieg veränderte das Leben der Menschen, Gesellschaften und Staaten in Europa. Die gemeinsame Erinnerung an diesen kollektiven Albtraum, seine Ursachen und Auswirkungen ist deshalb unverzichtbarer Bestandteil des europäischen Integrationsprozesses. Trotz Unterschiede in den nationalen Gedenkkulturen gilt die grundsätzliche Überzeugung, dass wir heute mehr sind als eine Zwangsgemeinschaft zur Lösung aktueller finanz- und wirtschaftspolitischer Probleme. Bei aller Kritik an der Europäischen Union ist das Friedensprojekt Europa nach zwei verheerenden Weltkriegen eine gewaltige Errungenschaft, an der wir weiter arbeiten müssen. Vor allem, weil die Herausforderungen in der Zukunft nicht einfacher werden und nur gemeinsam lösbar sind, jenseits von jeglichen nationalen Egoismen. Der damalige luxemburgische Premierminister und jetzige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hielt deshalb in einer Gedenkrede im Deutschen Bundestag anlässlich des Volkstrauertages 2008 Skeptikern entgegen. Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Nirgendwo besser, nirgendwo eindringlicher, nirgendwo bewegender ist zu spüren, was das europäische Gegeneinander am schlimmsten bewirken kann. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist diese Feier nicht nur etwas für Soldaten, Nostalgiker oder Geschichtsinteressierte, sondern etwas, was vor allem jungen Leuten näher gebracht werden muss. Und wenn ich die vielen italienischen, slowenischen und auch die Gäste aus Ungarn hier betrachte, sehe ich allein darin einen gewaltigen Fortschritt in Europa augenscheinlich. Meine Damen und Herren, wer geschichtslos ist, ist gesichtslos. Und Gedenken hat mit Gedanken zu tun. Und diese sollten wir uns machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es erfolgt nun die Beisetzung der Gebeine eines österreichischen Soldaten und im Anschluss die Kranzniederlegung.
Mit dem Kärntner Heimatlied endete die Blöckenhelden-Gedenkfeier 2015.